Herzlich willkommen von Womb Adventure. Ja, wir sind immer noch im Iran unterwegs und da nehmen wir euch wieder mit. Und eines der Markenzeichen, kann man sagen, im Iran ist die unglaubliche Gastfreundschaft. Also wir werden eingeladen, immer mal wieder, und da nehmen wir euch natürlich mit und haben dadurch auch ein bisschen einen Einblick in diese Kultur. Dann geht es weiter in verschiedene Städte und eine davon ist ganz speziell und es riecht und sieht einfach aus nach Orient. Und das ist einfach wunderschön, ja. Aber jetzt zählt selbst und viel Spaß beim Schauen. Etwa 60 Kilometer nach Kerman gibt es eine Karawanserei, die wir jetzt anschauen gehen. Im gleichen Dorf zufällig entdeckt. Eine eigentlich einfache Moschee, aber mit einer prächtigen goldenen Kuppel. Und hier nebenan das obligatorische Waschhaus zum Waschen der Füße vor dem Gebet mit Lehmtürmchen. Die Karawanserei ist zu. Dann standen wir hier 5 Minuten. Da kam eine Frau angefahren und gleich mal beschenkt worden. Ich wusste gar nicht, was das ist, aber das sind Pistazien. Die muss man schälen und glaube noch trocknen. Und dann hat man Pistazien. Ja, und jetzt hat sie uns eingeladen, bei ihr auf dem Grundstück zu stehen. Und morgen organisiert sie jemand und dann können wir vielleicht in die Karawanserei rein. Diese Einladung nehmen wir gern an. Gleich hinter dem Sonnenaufgang, da ist ihr Haus. Und schon sind wir wieder eingeladen und René versucht mal wieder ein weiteres iranisches Mauerntor zu durchklimmen, was nicht so einfach ist. Also wie immer war das Zentimeterarbeit. Dieser Innenhof soll jetzt uns gehören. Die Einfahrt war sehr eng, aber jetzt sind wir drin und haben den ganzen Hof für uns alleine hier. Jetzt durften wir in die Karawanserei rein. Ich bin auf dem Dach. Haben guten Scheinwerfer dabei. Neu gekauft, 100 Watt. Ja. Sie hat erzählt, dass es geschlossen war, dann sei jemand eingebrochen, die haben dann Gold gesucht, haben sogar eine Mauer eingerissen, weil sie dachten, hier gibt es Gold, gab aber keins. Also die Stufenhöhe entspricht überhaupt nicht der Norm, etwa 45 Zentimeter hoch, manche. Jetzt sind wir noch eingeladen zum Kebab-Essen. Hier gleich ein Feuer gemacht. Viel Gluten. Ja, und wir stehen ja, wie schon gesagt, in diesem Hof da. Das riecht aber langsam hier lecker hier. Ja, die Angie ist auch wieder unter den Lebendigen. Und hüpft da rum. Unten habe ich eine PET-Flasche hingemacht, damit kein Dreck reingeht. Aber so langsam taut sie auf. Sie braucht jemanden zum Stützen, damit sie ihr drittes Bein, ihr viertes Bein ersetzt. Wow. So, jetzt gibt es gegrilltes Abendessen, ganz im iranischen Stil, am Boden sitzend. Außer ich. Außer du. Neuer Morgen, das ist unser Plätzchen hier in diesem Hof. Und da wird jetzt gerade die Pistazien geschält. Ja, und dann landen sie irgendwann im Laden.
danach werden sie gewaschen. Und hier dann sortiert. Hier sind sie dann now, ganz geschält. After washing, they separate them from they. Bei den Pistazien läuft das so, die guten ins Töpfchen und die schlechten nochmal auf den Haufen zum nochmal schälen. Später werden sie getrocknet und dann geröstet. Jetzt wird noch gefrühstückt. Aha. Und das Ganze gesund. Neben unserem Übernachtungsplatz bei der Familie entdecken wir zufällig auch ein Eishaus, das aber nicht mehr in Betrieb ist. Da wurde früher das Eis gelagert aus den Bergen, sodass es dann im Sommer schmelzend als Wasser zur Verfügung steht. In dieser Tiefe wurde das Eis gelagert und die Kuppel hat doch innen eine mächtige Höhe von über 18 Metern. Alles handmade. Ja, wunderschön, aber natürlich ist die Erosion hier bei Lehm- und Strohgebäuden ständig am Arbeiten. So, raus geht's ein bisschen besser. Der René hat die Bäume geschnitten, da die durften ja auch als Brennholz. Und aber ist trotzdem knapp. Die Kabel, die hält der freundliche Herr hoch. Das sieht nach Akrobatik aus. Ja, danke schön für eure Gastfreundschaft. Wir fahren jetzt weiter zu einem Canyon. Wir sind jetzt im Rage Canyon und hier sollte der Einstiegspunkt sein, wo man runterfahren kann. Ich hoffe, es ist nicht ausgewaschen. Die erste Ebene haben wir erreicht, das ging. Jetzt geht's in die nächste Ebene. Da geht's in die nächste Ebene. Da hat jemand gewendet. Also ich gucke mir das zuerst zu Fuß an. Es hat zwar Spuren, eine ist wieder gewendet. So sieht es aus, sehr eng, aber man kann ja zurücksetzen. Also offenbar ist es möglich. Ziemlich sandig, aber nicht so steil. Also sollte gehen. Dann geht's da runter. Oh Mann, ist schon steinig hier. Meter, ja. Zurücksetzen. Oh, das geht gerade so. Ja, das reicht aber zum Rumfahren. Das ist doch eine enge Spitze. Und da ist es auch noch voll schräg. Oh Gott.
Die Bremsen quietschen. Da geht's weiter hinten in den Canyon mit Grün. Der kriegt gerade hier Zentimeter für Zentimeter. Das ist, glaube ich, ziemlich schmal da unten. Einmal kurz abgerutscht, aber jetzt ist, glaube ich, wieder gut. Letzte Kehre hier, weil da vorne geht es nicht weiter, da ist ein Abbruch. Richtig schnauft ganz schön. Das war jetzt sacke eng und ziemlich lockerer Boden. Ich weiß nicht, ob ich da wieder hochkomme. Mal schauen, wir fahren jetzt mal den Fluss entlang. Wir haben unser Plätzchen erreicht, im Valley drin. Und da ist ein kleines Wäldchen. Ja. Und wie ihr seht, wir fahren jetzt das Valley hoch mit dem Rad. Nach circa einem Kilometer nach unserem Platz wird es ziemlich eng. Vorher wurde das Tal sehr eng, jetzt geht es wieder in die Breite. Das ist ein schönes Tal. Schlucht. Jawohl! Da ist diese schöne enge Schlucht. Also haben wir es gefunden. Hier hört das Tal eigentlich auf und geht da rein. Ja, jetzt gehen wir zu Fuß weiter, aber da vorne geht es schon wieder auf. Kleine Schlucht war da, aber dann geht es wieder in die Weite. Ja, wir drehen wieder um. Es gibt immer wieder solche Löcher. Jetzt schauen wir da mal rein, was da Interessantes drin ist. Aha, ein Brunnen. Ein alter Brunnen. Alter Brunnen entdeckt. Geht aber nicht tief. Ich zu. Trotzdem wurde der früher gebraucht. Jetzt haben wir sogar noch Wasser gefunden, ein Wasserloch. Haben wir eine Raststätte, Rastplatz gefunden, wo manchmal Leute sind, in den Löchern. Gucken wir mal rein, eins von diesen Löchern. Schön. Also ich denke, hier haben sich früher Leute versteckt, als irgendwelche Feinde eingereist sind. Es ist dunkel. Ich hatte noch halb Platten. Ich habe gepumpt. Zum Glück Pumpe dabei. Und es hält. Jetzt müssen wir wieder durch eine Schlucht fahren. Dann sind wir bald beim Camper. Neuer Morgen, ich muss ein bisschen durch den Sand fahren, aber das ist das kleinste Problem. Das größte Problem ist, dann wieder hochzukommen. Ja, weil es ist alles so softig. Mal schauen, sonst habe ich echt ein Problem. Aber schöne Landschaft, man kann aber nicht allzu weit fahren. Wir sind am nächsten Morgen immer noch in diesem schönen Canyon. Und was ist das? Der steht hier an der Kante. Das ist nämlich maximal Ausholung, um den Weg wieder hochzukommen. Ja, und nachdem es da ein bisschen schmal ist und doch ziemlich uneben und rau und sandig, da muss jetzt der René ein bisschen präparieren noch. Früh um 8, das nenne ich mal Frühsport. Unfreiwillig, oder? Freiwillig, unfreiwillig. Also ich gehe davon aus, dass er jetzt hier Stopp gibt, um hier hochzufahren, was er auch tut. Das sieht aber ja ganz gut aus noch.
weil stehen bleiben auf dem sandigen Untergrund ist echt mies. Das, oh, bin ich froh, der war so nervös heute früh. So, jetzt braucht es noch eine Wendeaktion in der Haarnadelkurve, weil da ist nämlich ganz steil diese Haarnadelkurve und sandig. Dieses kleine Plateau hilft uns da jetzt dabei, aber es ist schon eng. Es geht weiter bis zum Stein. Weiter, du hast noch einen Meter. Ist gut, noch ein Stück. Denn da ist eine Abbruchkante hier. So, jetzt bist du beim Stein. Stopp! Ich meine, er hat ja einen kleinen Wendekreis, aber er ist kein schnittiger Sportwagen. Boah, ist das rau da. Also manche Haarnadelkurven haben es echt in sich, jetzt sind wir schon so viele gefahren, aber da war es jetzt echt knapp. Geschafft! Ja, das war gar nicht so einfach, weil die Straße schräg ist. Dieses Stück sollte einfacher sein, weil da ist die Straße nicht gegen unten, kann nichts passieren. Bisschen ins Rutschen gekommen, aber es kann nichts passieren, man muss dann auch wieder zurück. Aber die andere, wenn sie schräg ist und da hinten rutscht, dann bricht er aus. Wir haben es geschafft, da rauszukommen. Jetzt geht es 25 Kilometer auf Piste zur Hauptstraße. Unterdessen sind wir in Maimand angekommen. Ihr könnt lesen, hier ist eine Höhlenstadt. Jetzt bin ich in eine Meute von Frauen reingeraten. Die haben ersichtlich Freude an mir und sofort wurde ich bedient mit einer Suppe. Und alle sind sie am Filmen. Aber ich kann mich nicht verständigen. Maimand, neue Morgen. Wir besichtigen jetzt die Felsenstadt oder die Stadt, die in den Berg hinein gehauen wurde. Man braucht hier nur Hammel und Meißel, um ein Haus zu bauen. Der ganze Berg hat Wohnungen, hunderte von solchen Wohnungen, rechts, links. Hier eine Toilette. Also es leben hier immer noch Menschen, etwa 100. Aber der größte Teil ist jetzt touristisch erschlossen. Von hier oben hat man einen schönen Überblick. Da drüben vermutlich, die haben schon ein Vordach, ein natürliches. Da haben sie sicher angefangen. Die meisten Häuser sind geschlossen, hier ist offen, weil das ist der Stall. Ja, manchmal ist es zweistöckig, sieht jetzt aber verlassen aus. Und der obere Stock. Hier ist die Küche, eine Feuerstelle, außen natürlich. Hier wieder eine Feuerstelle, draußen hier ist mal offen, das Teil ist verlassen, niemand lebt mehr hier drin. Das ist jetzt einer der größten Räume, aber es gibt sicher noch ganz viele mit drei, vier Zimmerwohnungen. Hier in den Berg gehauen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zimmer,
rundherum um einen kühlen Felseninnenhof. Und so etwas wie ein Abluftrohr. Die Decken sind schwarz, wahrscheinlich vom Feuer, und ein Vordach. Und Strom gibt es auch. Ja, die Angie ist wieder mit dabei, sie hoppelt da rum. Und so könnte eine Wohnung ausgesehen haben, mit mehreren Räumen. Eingang so einer Höhlenwohnung, die sieht noch recht bewohnt aus hier. Da hat sich jemand ein Kitchen Art Studio eingerichtet. Schön. Twitcher nochmal, geht's jetzt? Das Vögelchen. Ja, sehr schön. Sehr gut. Der René zwitschert den Leuten hier was. Der ganze Bus lacht. Der René will Vögeln mit den Frauen da drin, offensichtlich. Was mit den Vögeln? Mit den Frauen. Also bitte. Ja. So, sind jetzt die weißen oder die braunen Eier besser? Da wird gerade diskutiert. Schießter Eier bedeutet sechs Eier. Okay. I'm Swiss. Clever man. Ja, Beto. In Arm. Hier brutzelt ein iranischer Dampfkochtopf. So schaut das aus. Wir sind weitergereist und sind jetzt gerade in Anar angekommen. Wir haben gleich mal ein Restaurant angesteuert in der Karawanserei. Und es sieht doch wunderschön aus. Und die Hunde dürfen sogar rein. Die müssen natürlich hier bleiben. Nicht rumlatschen, aber das können die zwei. In Anar essen wir hier in dieser Karawanserei, gleich nahe bei der Moschee. Und das ist wie immer so schön in dieser Stimmung des Orients. This is sabzi. Yes. So, der René tut schon mal vorkosten. But there is meat. Sabzi, Lubia. But there is meat. Yes. Mm-hmm. Wir schaffen es schon. Das ist bestimmt gut. I thought sabzi is vegetable. Mm-hmm. Yes. Yes. Das Essen ist gekommen und wir haben da zwei Zuschauer. Und sieht doch lecker aus. Der Tee ist ganz gut, das muss ich sagen. Das riecht auch super. Wir haben hervorragend gespeist und das Ganze hat, glaube ich, 7 Euro. Nein, Ayla, raus. 7 Euro gekostet, das ist der Wahnsinn. Oh, da haben sie super eingerichtet. Thank you.
da trifft sich die Moschee mit der Jugend. Neuer Morgen, da gibt's noch eine Burg zu besichtigen. Von außen schön, innen, ja, eben nicht. Ja, das ist von innen eben alles Erde, das zerfällt natürlich wieder. Kostet einen Haufen Arbeit, das zu erhalten. Trotzdem, es ist original. Jetzt sind wir oberhalb, das ist der Ausblick auch auf die Stadt. Angie kämpft sich da durch. Hallo Kinder! Kindergarten! Jawohl! Well dressed! Wir sind mal an der Tankstelle, wie der René versucht zu überzeugen, dass wir Diesel bekommen. Das muss man ja immer ein bisschen auswandeln. Und da steht vor uns so ein schöner Bunder mit so viel Schildern. Der hat sogar Deutschland auf dem Schild. Ja, tanken im Iran nicht ganz einfach, weil man braucht eine Karte und diese Karte haben die Truckdriver. Also ist man darauf angewiesen, dass die einem ja, Diesel geben. Ab und zu gibt es auch der Tankwart, der eine Karte hat, aber das ist eher selten. Immer ein Abenteuer beim Tanken und jetzt habe ich einen freundlichen Truckdriver gefunden. Und dann stellt man sich meistens auf die andere Seite von seinem Auto und dann gibt er ein bisschen ab. Eine Diskussion, ich verstehe nichts. Aber der Tank, 80 Liter, geil. 100 Liter habe ich diesmal gekriegt, das ist fast ein neuer Rekord. Meistens waren es 20, zweimal 20, einmal glaube 40 oder 60. Ja, und jetzt muss ich sagen, die Schenken, die haben mir das schon wieder geschenkt. Ich will eigentlich immer zahlen, wobei es ist ja 1 Cent der Liter. Das sind also bei 100 Liter 1 Euro. Und vermutlich bezahlt es die Firma, ich weiß es nicht. Aber es ist immer wieder ein Abenteuer an jeder Tanke. Wir sind in Yazd angekommen. Zum zweiten Mal im Leben sind wir hier. Da gibt es diese speziellen Windtürme, die eben kühle Luft in die Räume bringen. Da oben ist einer. Das sind die Windtürme. Die bringen die kühle Luft runter in die Räume. Dieses Altstädtchen ist echt wie ein Labyrinth. Ganz viele Gästlein und einer ist hübsch wie die anderen. Und hier ist das Nardon-Café, da gehen wir jetzt rein. Ganz versteckt dieses Café, aber dann ist man oben und jetzt sieht man, ja, viele Leute sind hier zu finden. Jetzt dürfen wir noch ein bisschen höher hinauf, diese schöne Aussicht. Gott, ist das geil. Guckt euch das an. Ey. Ja, da ist doch eine Geburtstagsparty und diese Gastfreundschaft im Iran ist einfach unglaublich und
wir sind dabei in dieser Geburtstagsparty. Nun, das ist der Geburtstagskuchen und wir sind voll eingeladen in diese herrliche Familie. Da sind aber ganz viele Leute, aber wir haben halt mitgeklatscht. Genau, und keine Ahnung. Vielleicht, weil wir Touristen sind. Herzlichen Dank. Und das ist der Geburtstagskind, 22. Donnerstagabend, einen Tag vor Freitag und alle haben frei und sind hier unterwegs in der Stadt. Und der Iran ist ein junges Volk. Es sind so viele junge Menschen hier. عمرم به پاد حروم شد از من نصیحت بشنو ای دل آهای آروم بگی. Wir sind jetzt noch im Arthouse Restaurant und wieder mal völlig geflasht von diesen Innenhöfen hier. Das hat ja etliches zu bieten, vor allem ganz viele Unterwassersysteme und diese Kanate hier bei der Zentralmoschee. Da gehen wir jetzt mal, gehe ich jetzt mal runter. Unten angekommen erwartet mich ein Wasserbecken. Im Grunde sind das die Kontrollstellen für das Wassersystem, das unter der ganzen Stadt ist. Und oben drüber eine Kuppel. Ja, und drüber ist die Zentralmoschee und da führen also 63 Stufen hinunter. Das ist echtes Fitnesstraining, denn die sind total hoch und unten drunter ist Luftfeuchtigkeit. So, jetzt bin ich wieder oben in der Wärme. Und jetzt besuche ich noch das Zarchkanat. Gegen eine Eintrittsgebühr werde ich hier in die Tiefe geführt. Wo heute Stufen sind, war früher der Weg für die Tiere, um zur unterirdischen Wassermühle auch zu gelangen. Auf unterirdisch 30 Meter nähern wir uns jetzt der Wassermühle, die hier vor 700 Jahren installiert wurde, innerhalb der verteidigungsfähigen Mauern, sodass man hier immer Getreide hatte und die Tiere das nach oben bringen konnten. Ausgestattet mit ein paar Gummistiefeln geht es jetzt hier durch das Wasser. Yazd, meiner Meinung nach, eine der schönsten Städte im Iran. Und wir waren 3 Nächte hier, aber jetzt reicht's, wir fahren weiter. Und hier war unser Plätzchen beim Silk Road Hotel, sehr bekannt, da kommen alle Overländer her. Momentan mit den Holländern stehen wir noch. Hm? You have closed the wall. Well, we try. Wir sind wieder mal am Tanken und wir sind auf die Gnade angewiesen. Der Trackfahrer, er hat sein Kontingent schon erreicht. Jetzt kommt ein anderer mit der Karte. Jetzt gibt es hoffentlich Diesel. Was? Jawohl, es gibt Diesel. Herrlich. Wir sind nun im Taktaku Guesthouse gelandet, sehr bekannt bei Overlandern. Und jetzt gehen wir mal rein und gucken uns das an. So. Der Mohammed ist der Besitzer von diesem Guesthouse. Und ich meine hier schon. Wunderschön, er hat es wirklich gut hergerichtet. Vor über 20 Jahren hat er angefangen,
das zu renovieren, das war komplett, ja, nicht mehr bewohnt, 20 Jahre lang. Das ist einer der Räume, wo man dann auch logieren kann, schlafen kann. Viele Biker, Motorbiker kommen her. So, das ist der Mohammed und hier gerade ein Gast mit dem Motorrad, ganz frisch hergekommen. Und das ist die Küche, die man auch benutzen kann. Also ist alles hier. He. So, if you have something that you need to put in the fridge, you can use the fridge. If you have a laundry, we have a laundry service. Ja, und wie schön ist es jetzt heute geworden. Das ganze Guesthouse hat so angefangen, als er 16 Jahre alt war, hat er gesehen, dass da immer Fahrradfahrer durchfahren, die sind alle nach Pakistan, Indien. Und dann hat er angefangen, Schilder aufzustellen, dass er ihnen helfen kann, Wasser, Essen oder Fahrrad reparieren. Und so hat er seine Dienstleistung angeboten mit 16 Jahren und hat sich so eigentlich schon früh selbstständig gemacht. Und daraus wurde jetzt dieser Betrieb. Wunderschön. Nach zwei Übernachtungen verlassen wir dieses gastliche Haus von Mohammed. Das Taktaku Guesthouse war uns eine gute, ruhige Übernachtungsstätte. Und durch diese Gasse müssen wir jetzt wieder rausfahren. Wir sind in Isfahan angekommen und in einem Park. Und die Frauen hier haben gerade zusammen gegessen. My name is Rani. Maxi. Moon and Sun. Maxi. Good Iran. Mitten in Isfahan bei night. Natsch El Jahan Platz. Mitten auf dem Platz und die Iraner essen überall, egal wo. Sind wir mitten auf dem Platz und es ist ein riesengroßer Park. Wahnsinn. Wir übernachten in Isfahan in einem Park und auch hier wird gepicknickt. In Isfahan, persische Kaffeehauskultur, das ist so hübsch. Hier hinter diesem Park stehen wir, die Leute, die feiern immer am Abend. Nur der Fluss, der Zayandehru, der ist total ausgetrocknet hier jetzt im September. Am Abend auf dem Weg zum Taubentower hier eine Blume gebracht in diesem Gewächshaus. Da wird verkauft. Und hier wird die Blume gebracht angepflanzt. Wir sind wieder in die Stadt rein und sind ein bisschen am Bummeln und so sieht es hier aus. Ja, im Gegensatz
vor 2 Jahren hat man kaum eine Frau oben ohne gesehen. Jetzt sind sie zum Teil oben ohne, aber ich meine damit den Kopf. Wortwörtlich oben ohne, ohne Kopfbedeckung. Wir sind auf dem großen Basar. Wieder 2 oben ohne. Alles handmade. Ein Künstler. Wow. Jetzt darf ich ihn filmen, wie er da malt. Also bei mir würde es aussehen wie von einem 2-jährigen Kind. Voll der Orient. Ist das geil. Kommunikationsprobleme müssen ja auch manchmal per Telefon gelöst werden, zum Beispiel. Tell him he make a good price. René hat jetzt dann endlich. Hat gedauert. Okay, I gave him. Wir hatten kurz Besuch, Christina und Martin aus der Schweiz. Sie reisen in den Norden, in den Süden. Saudi. Aber erstmal in die Werkstatt. Ich ersetze gerade meine Frontscheibe, sie hat nur einen kleinen Steinschlag seit 2 Jahren. Damals von Kuwait, aber das hier ist hier so billig und die neue Scheibe hat sogar einen Mercedes-Stern drauf. Scheibe ist draußen, Gelegenheit zum Putzen. Und schon geht sie rein. Geil, schon drin. Also, wenn ihr mal eine Frontscheibe wechseln wollt, in Isfahan, Shed Glasses, da wo alle LKW repariert werden, so sieht der Shop aus, schmaler Laden. Hinten hat er aber ein Lager und da sind ganz, ganz viele Scheiben. Genau, also war sehr kostengünstig, tipptopp. Das ist die Kultur, jetzt ist Mittagszeit, jetzt gibt es sogar noch Mittagessen. Ja, das Video ist up to date, bis heute zusammengeschnitten. Wir sind in Isfahan noch, morgen geht es Richtung Qazvin, da kennen wir einen Tierarzt, wo wir dann die Angie röntgen lassen. Am Samstag ist es 3 Wochen her, wo der Knochen operiert wurde und ja, wir hoffen dann, dass alles gut ist. Ja, ich bin natürlich immer ein bisschen unter Anspannung und ja, ich hoffe einfach, dass alles gut wird. Und ja, in dieser Zeit reisen wir natürlich noch weiter. Wir dürfen noch etwa knapp 2 Wochen hier sein und dann geht es wieder raus. An dieser Stelle möchte ich mich auch herzlich bedanken bei allen, die da was gegeben haben für die Angie-Operation. Ja, ist wirklich sehr großzügig von euch. Und natürlich will ich sagen, die nicht viel Geld haben, die sollen es dann bitte behalten. Und die etwas übrig haben, die dürfen mir gern auch weiterhin einen Kaffee spendieren oder eben hier ein bisschen Diesel. Für 1 Euro kriege ich 100 Liter. Das ist ja der Wahnsinn. Also, herzlichen Dank und ihr dürft auch noch den Daumen hoch natürlich geben oder mich weiterempfehlen, wie auch immer. Okay, dann bis zum nächsten Mal und tschüss.